Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge God of War. Im letzten Part hat uns ein Fremder besucht und unser Haus in Schutt und Asche gelegt und uns ganz schön vermöbelt. Er wurde von Odin geschickt. Wir wissen noch nicht, wie er heißt oder was er eigentlich von uns will. Er möchte irgendwelche Antworten haben, aber er hat uns noch keine einzige Frage gestellt. Hat gleich angefangen, auf uns einzudreschen. Und Kratos ist auch ein bisschen wütend geworden und hat seine Macht aktiviert. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Weil wir können ja nicht endlos auf ihn einprügeln. Irgendwie scheint er sich durch die Kälte immer wieder zu heilen. Jemal! Du kannst nicht siegen. Ich spüre gar nichts. Aber du fühlst alles. Und doch gibst du nicht auf. Ich bin nicht mein Bruder. Und hättest du mir gegeben, was ich wollte, hätte es nicht so enden müssen. Aber nein. Bringen wir das hier zu Ende. Du kannst So. mich nicht besiegen! Wir probieren es aber trotzdem, wenn du nichts dagegen hast. Ich meine, ich habe jetzt meine Axt. Und die sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Das war. Ja, okay. Ja, okay, in Ordnung. Habe ich ihn getroffen? Ja, ich habe ihn getroffen. Der war richtig gut. Das muss doch auch nerven, wenn man die ganze Zeit nichts fühlt, oder? Ups. Ja, Mann, meine Axt. Die hat ihn getroffen in den Rücken. So, der war auch gut, der Angriff. Der muss mir aber in die Niere hauen. Diesmal nicht, Kumpel. Nein! Wir waren jetzt zu nah. Komm schon. Erbärmlich. Finde ich nicht. Du hast mehr Leben verloren als ich. Und abgewehrt, Kumpel. Einmal habe ich ihn getroffen. Mich nicht besiegen. Sieht aber gut aus. Ja. Was ist jetzt eigentlich hier los? Ich will ein paar Antworten. Du spürst nichts? Ich hatte gehofft, dass du mich im Gegensatz zu meinen anderen Gegnern endlich etwas fühlen lassen kannst. Doch kannst du nicht. Der hat mir immer noch keine einzige Frage gestellt. Ich weiß nur, dass er von Odin kommt. Was wolltet ihr denn jetzt von mir? Wer war er? Ich habe keine Ahnung. Er kannte mich. Kannte er meine Vergangenheit? Wie haben sie mich nach all der Zeit gefunden? Und warum? Was wollen die von dir? Ich meine, das ist ein ganz anderer Götter. Was soll ich tun? Unser Sohn ist noch nicht dazu bereit, meine Asche zum Gipfel des Berges zu tragen. Faye. Hier ist eine Frau, okay? Die Axt hätte ich jetzt schon wieder vergessen.
Heilungskräfte. Nice. Und sie waschen das Blut gleich ab. Und ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich tun soll. Aber jetzt konnte er nichts dafür. Ich meine, er musste kämpfen, der Typ. Hat uns keine andere Wahl gelassen. Wird hier alles zerstört und du kannst deinem Sohn jetzt nicht zurücklassen, wenn die wissen, wer du bist. Aber wir können nicht hier bleiben. Hoffentlich geht's ihm gut. Junge. Da war so viel, ich dachte... Alles gut. Mir geht's gut. Geht's dir gut? Mir geht es gut. Komm. Hol deine Sachen. Wir gehen. Bin ich bereit? Nein. Bist Nein. du nicht. Aber wir haben jetzt keine Wahl. Gib dein Bestes. Ja, Vater. Die Reise beginnt. Aber eine wichtige. Wow. Wie ist das denn passiert? Keine Ahnung, Erdbeben. Ich war's nicht. Ich möchte ganz kurz nochmal hier hinten gucken, ob wir jetzt durch unsere ganzen Zerstörungswut irgendwas freigelegt haben, was man jetzt hier noch looten kann. Ja, sämtliche Bäume sind dann auch mal hier weg und abgeholzt. Okay, sonst haben wir hier nichts verpasst. Ich habe jedenfalls nichts gesehen. Dann gucken wir uns noch hier drüben um. Ich hoffe, der Typ ist jetzt wirklich... Ist er nicht. Oder? Ganz schöne Schneise gezogen. Wer war er? Hab ich gar nicht gebraucht. Ich weiß es nicht. Was wollte er von uns? Wer sind wir denn schon? Hast du ihn getötet? Ich habe getan, was nötig war. Also ja, ich habe ihn getötet. Ich hoffe... Geh mal davon aus. Ich glaub's nicht. Du wirst sterben. Lass mich nie wieder allein. Verstanden? Verstanden. Verstanden. Gott. Lass uns bloß hier abhauen, Kleiner. Hoch. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Du bist das gewohnt. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind Nahrung. Draugar sollten ohnehin tot sein. Aber Menschen wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Mitleid mit dir. Ich verstehe. Getötet oder getötet werden? War das schon immer hier? Töten oder getötet werden, so rum. Ich weiß es nicht. Hilf aber es sieht aus, als ob es schon länger hier ist. Hier ist eine Kurbel. Hier machen wir was kaputt. Wer kann ich nicht kaputt machen? Warum kann ich den Stuhl nicht kaputt machen?
Na, also geht doch. Der Stuhl regt mich auf. Ah ja. Daneben. Und da? Nach unten geht's nicht. Drüben leuchtet noch was. Ja, ja, ich helfe dir gleich. Boah, tief nach unten geht's da? Ja, wurde aufgespießt. Hier ist nichts. Da kann ich die Axt reinhauen. Da leuchtet was. Ich will erst die Leuchtesachen haben. Also wir probieren jetzt erstmal da die Axt reinzuhauen. Das friert dann fest. Gut, dann drehen wir die Kurbel. Oder ich bring dich erstmal da hoch. Und dann drehe ich die Kurbel. Also, hier geht's nicht weiter. Außer über ja, diese ich, Brücke. Ja, bin schon unterwegs. Ich mach. Kannst du sie runterlassen? Ich helfe dir. Ja, mach ich. Geh. Junge. Jawohl. So, aber ich will ja auch wissen, was da drüben ist. Nicht? Dieser hängende Eimer? Ein Opferfass? Mutter hat gesagt, Odins Jünger füllen sie mit Geschenken und hängen sie auf, wo Diebe sie nicht erreichen. Der sah aus, als wäre er sehr alt. Töricht. Was meinst du? Die Götter zu verehren? Den Göttern sind sie völlig egal. Menschen sollten keine Monster anbeten. Kannst du mich vorbeilassen, Atreo? Wir nehmen das trotzdem mit. Es gibt jetzt zwei Wege. Ich kann rechts da lang und ich kann, glaube ich, links lang. Ja. Ich vergesse immer meine Axt zu holen. Kann doch nicht wahr sein. Eigentlich muss es doch auffallen. Ich meine, Kratos ohne Axt, so. Und Kratos mit Axt. Dann ist da ein bisschen mehr im Bild. Aber irgendwie vergesse ich die andauernd. Ich weiß nicht. Also da kann ich dich nicht hochlüpfen. Und da kann ich auch nicht hochklettern. Seile sehen sehr schön aus. Da drüben ist eine Schatzkiste. Ich finde cool, dass er alleine springt und dass ich nicht springen muss, sondern nur die Taste drücken muss. Gut, das kann ich auch so zertrümmern. Ich bin ja cool. Und ich weiß, ich... Da unten wurde mir jetzt gerade angezeigt, dass ich Dreieck drücken kann, um meine Axt zu holen. Aber die will ich jetzt noch nicht. Die will ich sie haben. Leben brauche ich nicht. Geil. Und das mit dem Kind auf dem Rücken. Vater, werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja. Netten Leuten? Nein. Wollen Sie uns ausrauben? Gut möglich. Ja. Oh. Netten Leuten. Gibt's nette Leute? Ich weiß es nicht. Ja. Alles gut, wir lassen die Kette runter. Nein, das möchte ich nicht. Falls nochmal irgendwas sein sollte, können wir zurück. Und dann haben wir, glaube ich, hier alles gelootet. Hoffe ich zumindest. Mehr habe ich nicht gesehen. Sieht sehr schön aus. Sieh nur. Die ganze Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Aber das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholzt? Sie hatte die Bäume für ihren Scheiterhaufen markiert. Aber warum denn?
Jetzt weißt du, warum sie dich gefunden haben, Kratos. Wir schauen nach vorne. Okay, seine Frau war Magierin oder was auch immer. Jedenfalls hat sie hier einen Bannkreis gezogen. Und als sie gestorben ist, hat sie die markiert, damit sie ihn finden. Warum? Warum jetzt? Was weiß deine Frau, was wir schon wieder nicht wissen? Da kann ich nichts machen. Kann ich kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Da ist noch ein böser Stuhl. Und ein Nest. Guck mal da, ein Nest. Was denn? Hab ich gemacht. Hab ich gemacht? Sieht wahnsinnig schön aus. Unglaublich. Wir können alles zerstören. Da will ich nicht durchgehen. Wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Sie sehen uns nicht. Soll ich schießen? Ja. Nein, wenn sie uns nicht sehen. Wenn sie uns nicht sehen, dann musst du nicht schießen. Wenn wir angreifen? Ja, dann sehen sie uns. Gut gemacht. Junge, Konzentration. Noch nicht bereit. Konzentration. Cool, der schleudert Feuer. Gefahrenanzeiger um Kratos herum zeigen Gegner außer Sichtweite an. Goldene Zeiger kennzeichnen nahe Gegner. Leuchtend rote Zeiger kennzeichnen bevorstehende Angriffe. Leuchtend lila Zeiger kennzeichnen Projektilangriffe. Drücken, um eine schnelle Wende auszuführen. Ach du Heiliger. Noch mehr Gegner! Ja, ja, ich seh's. Noch nicht bereit. Oh mein Gott, das ist geil. Tut mir leid. Also, was ich jetzt nicht sage beim Kämpfen. Halte die Spannung. Ja, ich muss mich aber erst mal um den hier kümmern. Gut. Habe ich dich gerade zu. Aua! Komm, ernst, sag. Ausgewichen? Ich weiß nicht, ob ich dir noch ein. Ja, krieg ich nicht hin. Da oben hängt irgendeiner. Ich bin bereit. Ja. Und? Kriegst du den? Super gemacht, Atreo.
gleich. Gut gemacht. Wenn du helfen willst, lenk sie ab. Jeder, der nicht mein Ziel ist, sollte deins sein. Aber nur, wenn es sicher ist. Das kriege ich hin. Ja, schnelle Wende kann in den Einstellungen neu zugeordnet werden. Drücken Sie um Gameplay. Ach so, schnelle Wende, ja. Das habe ich jetzt schon längst vergessen. Scheiße, ich sollte es mir, glaube ich, aufschreiben. Bis ich es richtig raus habe. Ich habe gedacht, wir probieren es mal. Sieh her. Ja. Ist das fremde Sprache? Eine Jötnar-Siedlung. Jötnar? Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche. Nur die Sprachen, die Mutter kannte. Aber sie sind alle irgendwie verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe. Weißt du? Ah. Guck mal, eine Wutanzeige haben wir jetzt hier. Also ich hätte jetzt auch gratis Wut aktivieren können. Aber ich denke, für so normale Gegner muss ich das jetzt nicht unbedingt haben. Außerdem weiß ich nicht, ob er schon möchte, dass sein Sohn das sieht. Aber eigentlich sollen wir ja unseren Zorn beherrschen. Kann man da irgendwo hoch? Nein, sieht nicht so aus. Ich gucke mich halt immer hier genau um. Ich weiß, es ist ein bisschen nervig vielleicht, aber ich... Oh, Blume. Ich möchte hier so viel, wie es geht, mitnehmen. Und vielleicht seht ihr manche Sachen, die ich, die total offensichtlich sind und die ich dann halt übersehe, aber ich versuche, wie gesagt, so viel wie möglich mitzunehmen. Aber das Kämpfen macht wirklich Spaß. Auch wenn ich finde, dass dieses immer, guck mal hier, links, rechts und dann noch mit ihm schießen und bla, bliblub, also es ist schon eine ganze Menge, was man hier so macht. Durch mal das an, die Statue, wie die da eingeschnitzt sind und die ganzen Details, das ist einfach der Hammer. Hey! Ich brauch mehr Zeit! Ups. Ich wollte ihn eigentlich und dann noch so, aber... Lass dir Zeit beim Schießen. Tempo kostet Präzision. Klar. Naja, aber wenn ich die komische Leiste hochtreiben will, dann muss er leider schnell nacheinander schießen. Da oben sind komische Steine. Hey, ich glaube, da drüben ist eine Truhe. Gut. Gutes Auge. Finde ich nett, dass er das sagt, dass er mithilft. Richtig cool. Und was haben wir? Leichter Runenangriff. Ein extrem schneller Ausstoß von Energie, der alle Gegner in der Nähe ins Taumeln bringt und zurückstößt. Sie haben das Juwel für den leichten Runenangriff. Heels Berührung erhalten. Mit Runenjuwelen können Sie Ihre Waffen mit leichten und schweren Runenangriffen modifizieren. Runenjuwelen können im Waffenmenü in Waffen eingebaut werden. Wählen Sie unten den leichten Runenangriff Platz aus. Drücken 6, um den leichten Runenangriff Platz auszuwählen. Hier können leichte Runenangriffjuwelen ausgerüstet werden. Runenangriffe haben zugehörige Attribute und Abklingzeiten. Ein extrem schneller Ausstoß von Energie, der alle Gegner in der Nähe ins Taumeln bringt und zurückstößt. L1 und R1 gedrückt halten. Schaden, Betäubung 2, Abklingzeit 30 Sekunden. Mit XP können Runenangriffe verbessert werden. Das Verbessern von Runenangriffen verbessert auch ihre Attribute. Drücken Sie X, um die Leviathan-Axt mit dem Juwel für den leichten Runenangriff Heels Berührung auszurüsten. Ausgerüstete Runenangriffe werden mit einem E-Symbol versehen. Drücken Sie Kreis, um zum Waffenmenü zurückzukehren. Wählen Sie unter den schweren Runenangriff Platz aus. Hier können schwere Runen ausgerüstet werden, wenn wir welche haben.
Haben wir aber gerade im Moment nicht. Coole Moves. Trophäe erhalten. Oh mein Gott. Langsam wird es dann richtig kompliziert. Rein theoretisch. Wow, wie machst du das? Cool. Ich glaube. Los. Danke. Da ist der Berg. Gehen wir. Noch nicht. Sie hält. Siehst du? Pass doch auf. Ach, Leo. Vater, Hilfe! Festhalten! Schnell! Ich rutsche ab! Halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest! Bin gleich da! War gar nicht so schlimm. Augen auf. Deine Eile bringt uns um. Tut mir leid. Mehr Draugar. Sie stehen so still. Sind sie tot? Ich meine, noch toter? Junge. Nicht tot! Nicht tot! Die Gegner-Schwierigkeit wird durch Farbe und Zahl am Gesundheitsbalken angezeigt. Gegnerische Gesundheitsbalken sind entsprechend der Stärke im Vergleich zu Kratos grün bis lila gefärbt. Denk dran! Präzision geht vor Tempo! Bin noch nicht so weit! Ja, nimm das! Okay. Ich will die unbedingt so kalt machen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das so geil. Komm noch mehr. Ich hab's gesehen, Kleiner. Ich hab's gesehen. Mist. Den da oben müssen wir kalt kriegen, der nervt. Bin noch nicht so weit. Über mir, das interessiert mich viel mehr. Also die finde ich schwierig, muss ich sagen, weil ich das noch nicht gut so kann. Mit diesem Zurückrufen und wieder herholen und zurückrufen und wieder herholen, das ist. Das war der letzte. War ich besser? Gerade im. Gib dir noch mehr Zeit. Es ist egal, wenn du nur ein einziges Mal schießt. Zeig, dass du die Kontrolle hast. Gerade wenn es nur, wenn es zu schnell ist und zu viele sind und man eigentlich die zuerst machen müsste, weil die halt einen voll auf den Keks gehen. Das kann ich nicht. Das ist noch zu schnell, die Steuerung. Da muss ich noch mich reinfinden. Aber ansonsten haben wir das gar nicht mal so schlecht gemacht. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Und da sind schon wieder Runensteine. Was sagen die uns? Oh. Das hier war mal ein Marktplatz. Die Riesen haben hier vor langer Zeit mit den Göttern Handel betrieben. Ob Odin wohl jemals hier war? Etwas bricht durch die Mauer! Da oben! Nein. Nein, nein, nein.
Nein. Nicht euer Ernst. Ich muss die Folge beenden. Achso, das bist du. Okay, ich hab schon. Wow! Wow! Okay, die sind stärker, viel, viel stärker. Wow, und die können mein... Ja, ich weiß, ich bin jetzt auch hier. Warte mal, warte mal, warte mal. So, die machen wir jetzt noch. Dann ist der Part beendet. So, den hat's zerlegt. Wow, hier sind aber ganz schön viele jetzt gerade. Lass meinen Sohn in Ruhe. Geh mal bitte weg von ihm. Ich kann nicht gegen die kämpfen und dann auch noch sich beschützen. Erstmal die Kleinen hier wegholen. Und dann müssen wir uns um die Dicken kümmern. Okay. Oh Gott! Hier, oh Gott! Lass meinen Sohn in Ruhe, du spinnst doch. Das war echt knapp. Warum ist sie denn nicht müde? Das war richtig knapp. Und ich habe gerade das Wut mal eingesetzt. Einfach weil wir es können. Und weil die wirklich schwer waren. Aber wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch bitte ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um keinen Part mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.